Hi Leute, zu meinem kleinen CSGO-Config-Byscript-Tutorial. Ich habe euch die Auto-Exec-Datei jetzt zur Verfügung gestellt von mir. In der Beschreibung könnt ihr sie runterladen. Wenn ihr sie runtergeladen habt, kommt die in euren Steam-Ordner. Und zwar, ihr sucht euren Steam-Ordner, geht unter Steam Apps, Common, Counter-Strike Global Offensive und dann nochmal ein Ordner CSGO. Und hier ist ein CFG-Ordner drin. Hier kommt die Auto-Exec-Datei rein. Bei mir ist die jetzt schon vorhanden. Ihr solltet noch keine drin haben, ansonsten könnt ihr sie einfach überschreiben. Die CFG-Dateien könnt ihr mit dem WordPad öffnen. Einfach Eigenschaften öffnen mit, den Editor reinpacken. Dann könnt ihr die ganz normal öffnen. Hier seht ihr jetzt alles, was in meiner Config vorhanden ist. Das sind einmal Mauseinstellungen, die ihr natürlich auch entfernen könnt, wenn ihr eure eigenen Mauseinstellungen habt, die ihr bevorzugt. Ansonsten sind das Mauseinstellungen, die ein nicht so schwammiges Gefühl geben sollen. Natürlich ist die Maus-Sensitivität könnt ihr noch beliebig selbst euch einstellen. Dann wird die Waffe nicht mehr automatisch gewechselt, wenn ihr drüber läuft. Dann wird euch die FPS angezeigt. Dann habe ich hier Raids reingezufügt, damit ihr gescheite Netsettings habt, die auf ganz normale Public-Server abgestimmt sind, die 128-Tick-Server, was der Standard entspricht zwischen den meisten Standard-Servern. Und dann das Byscript. Das zeige ich euch gleich am besten nochmal in-game. Dann ist noch die Models von den Waffen geändert, dass wir mehr Sicht auf die Models haben und das Ganze nicht so abgeschnitten ist. Und das Ganze, und das war's auch schon. Wir sehen uns jetzt gleich in-game. Ich werde das Spiel mal schnell starten, gebe euch noch einen kleinen Tipp, bevor ich das Ganze starte. Und zwar könnt ihr, wenn ihr auf Eigenschaften auf eurem Global Offensive in Steam geht, Startoption minus Novid reinschreibt, habt ihr am Anfang nicht die nervigen Startsequenzen. So, wir starten das Programm jetzt mal. So, ihr habt jetzt euer Counter-Strike Global Offensive gestartet. Jetzt müsst ihr noch die Konsole aktivieren, und zwar diese hier. Das Ganze ist relativ einfach, ihr geht einfach unter Hilfeoptionen, Spieleinstellungen und habt hier unter Entwicklerkonsole aktivieren ein Ja aktiviert. Jetzt könnt ihr noch unter Maus und Tastatur, scrollt ganz nach unten, und Konsole öffnen. Hier könnt ihr eine beliebige Taste wählen. Ich habe beispielsweise die Standardtaste von 1.6 damals, neben links, neben oben der 1. gewählt und jetzt habt ihr die Konsole. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch eins eingeben und zwar exec Leerzeichen Auto exec und dann wird die Config geladen. Jetzt solltet bei euch dieser Text erscheinen und dann ist auch schon alles fertig geladen und es sollte funktioniert haben. Wenn ihr Probleme natürlich habt und irgendeinen Schritt nicht verstanden habt oder nicht geklappt hat, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich gucken, was falsch gelaufen ist. Ich werde euch jetzt noch kurz das Byscript erklären. Das Ganze ist relativ einfach. Ich werde das auch nochmal in eine Textdatei schreiben. Damit könnt ihr, wenn ihr euch daran gewöhnt habt, deutlich schneller kaufen. Und zwar gehen wir dazu auf einem Server. Wenn ich gleich Geld habe, sehen wir uns gleich wieder. Hallo, ich erkläre euch jetzt kurz die wichtigsten Tasten des Byscripts. Und zwar auf F1 kaufen wir die AK bzw. die M4A1 mit einer Rüstung. Alle Hauptwaffen werden mit Rüstung gekauft. Auf F2 kaufen wir eine Farmers. Auf F3 eine AUG. Und F4, wenn wir jetzt genug Geld hätten, würden wir eine AWP kaufen. Auf F5 kaufen wir eine P90, auf F6 kaufen wir eine Deagle ohne Rüstung. Auf F7 ist, glaube ich, die Scout. Auf F8 ist die Bison. Und F9, F10, F11 sind für die sekundären Sachen gedacht. So, wie gesagt, tun wir mit F9, 10, 11 sekundäre Items kaufen. Zum Beispiel in F9 den Diffuse Kit. F10 die HE-Granate, F11 die Flashbang. Dann ist noch ein ganz wichtiger Knopf L. Zwar kaufen wir mit L, können wir nach jeder Runde das Wichtigste nachkaufen, wenn wir ordentlich Geld haben. Helm, Weste, Flashbang, Molotov und ein Diffuse-Kit, wenn wir es denn haben. Also nach einer Runde, wenn wir noch eine Main-Waffe haben, einfach mal auf die L-Taste hauen, dann kauft ihr eigentlich alles Wichtige nach. So, das war mein Video zum Byscript. Solltet ihr Probleme dabei haben bei der Installation, sollte es nicht funktionieren oder solltet ihr Anpassungswünsche haben, zum Beispiel eine Waffe auf einem anderen Knopf oder andere Knöpfe auf mit anderen Waffen, schreibt es mir in die Kommentare, dann könnte ich euch eine angepasste Version machen. Ansonsten, ich hoffe, dass Byscript bzw. die Config gefällt euch. Comments und Kritik zur Byscript und Config natürlich auch alles in die Kommentare. Ich bin momentan noch ein bisschen am Basteln, das ist jetzt Version 1.1. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch und wir sehen uns in CSGO. Könnt mich gerne adden, Steam Dead Legacy und dann sehen wir uns auf den Servern, Leute. Bis dann!